Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext hier live auf dem Kulturstudio Livestream unter livestream.com/kulturstudio oder auch livestream.kulturstudio.info. Ja, heute die Ausgabe Nummer 100 am 2. Oktober 2014 und ich begrüße zum 100. Mal auch alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich und natürlich auch alle Zuhörer und Zuschauer, die uns über andere Plattformen mit zuhören oder zuschauen können, die freundlicherweise unseren Stream mit eingebunden haben. Ja, zur 100. Sendung haben wir heute ein etwas größeres Team zusammengestellt und auch eine Co-Produktion aus dieser Sendung gemacht, aber dazu kommen wir auch gleich. Als erstes möchte ich natürlich das heutige Kulturstudio-Team vorstellen und ich begrüße Ladies First nach langer Zeit auch mal wieder dabei. Letztes Mal war sie auch schon wieder dabei, die Mia. Hallo Mia, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. In der Konferenzleitung der Volker, guten Abend Volker. Ja, herzlich willkommen. Aus der Redaktion ist dabei der Boris. Guten Abend, Boris. Guten Abend da draußen. Für den Chat mit zuständig der Gino. Hallo, Gino. Guten Abend zusammen. Und bei mir im Studio assistiert der Sascha. Hallo, Sascha. Ja, guten Abend. Ja, unser Thema, die Illusion der Pressefreiheit und im Labyrinth der Medienlügen, ist heute eine Koproduktion zwischen dem Kulturstudio und unseren Netzwerkpartnern, die ich jetzt einzeln auch begrüßen möchte. Und zwar vom Jungle Drum Radio ist das Jürgen Apitsch alias Josh. Hallo und herzlich willkommen, Josh. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vor allen Dingen aber alles Gute zu eurer 100. Jubiläumssende. Ja, vielen Dank. Dann begrüße ich von blognetnews.de Michael Post. Herzlich willkommen, Michael. Ja, einen schönen guten Abend in die Runde und gratuliere zur 100. Sendung. Und ich denke, es wird eine super Sendung. Vielen Dank. Ja, und last but not least vom Netzwerk Volksentscheid zum wiederholten Male bei uns von unserem Netzwerkpartner netzwerkvolksentscheid.de Klaus Lofing-Blanke. Hallo, lieber Klaus. Hallo Micha, hallo liebe Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo Eva. Ja, wird bestimmt eine tolle Sendung heute und erstmal Glückwunsch zu eurer 100. Tolle Arbeit. Vielen Dank. Schön dran geblieben. Vielen Dank. Wir dürfen natürlich in unserer 100. Klartext-Sendung den wohl bisher prominentesten Gast hier im Kulturstudio begrüßen und ich freue mich natürlich außerordentlich, dass sie uns die Ehre erweist und heiße sie recht herzlich willkommen im Kulturstudio. Guten Abend, Eva Herrmann. Hallo, schönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, vielen Dank für die Annahme der Einladung. Ja, Eva, Sie sind am 9. November 1958 in Emden geboren und waren 8 Jahre lang Tagesschausprecherin bei der ARD. Eine der beliebtesten Tagesschausprecherinnen aller Zeiten, muss man dazu sagen. Von 1997 bis 2007 moderierten Sie neben zahlreichen ARD-Sendungen auch Ihre eigene monatliche NDR-Talkshow mit Hermann, namens Hermann und Tietjen und 7 Jahre lang auch die Quizshow Wer hat's gesehen? Ja, Sie waren, wie gesagt, mehrmals die beliebteste Moderatorin Deutschlands und sind natürlich auch Autorin mehrerer Bücher. Zum Beispiel ihr Bestseller Dann kamst du wurde auch von der ARD verfilmt. Mit dem Buch Das Eva-Prinzip erschien 2006, stürmten sie unmittelbar nach Erscheinen die Bestsellerlisten und entfachten eine deutschlandweite Debatte. Und ihr darauffolgendes Sachbuch Das Prinzip Arche Noah führte zu einem Eklat. Ihre Aussagen wurden von den Medien ja, verfälscht oder wie auch man das auch mal nennen mag. Es folgte der Rauswurf beim NDR und ein ja, uns allbekannter Besuch in der ZDF-Sendung Kerner endete dann auch mit einem weiteren Skandal. Sie leben heute in Hamburg und sind verheiratet und haben einen Sohn. Ja, Eva, Sie haben ja einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht in den letzten Jahren und auch sehr viel persönlich riskiert und das auch aus einer doch von außen betrachtet sehr gut laufenden Karriere. Haben Sie es persönlich auch so als einen Wandel empfunden oder hat sich da einfach nur etwas Bahnen gebrochen, was einfach raus wollte und raus musste? Ja, es ist natürlich ein gewaltiger Wandel. Ich will noch schnell richtigstellen, es war alles picobello recherchiert, was Sie vorgetragen haben, Michael. Nur bei der Tagesschau war ich nicht 8, sondern 18 Jahre. Was insofern wichtig ist und deswegen erwähne ich es auch, weil ich damit natürlich durch die Arbeit bei der Tagesschau einen für die Öffentlichkeit zumindest hohen Glaubwürdigkeitsgrad hatte zu dieser Zeit, was für das, was ich dann äußerte,
überzeugt äußerte, da kommen wir sicher noch dazu, gefällig war, weil ich damit tatsächlich eine Art Gegengewicht bildete plötzlich zu politischen Systemmechanismen, die nicht hinterfragt werden sollten. Jetzt zu Ihrer Frage Wandel. Ja, ein gewaltiger Wandel, würde ich sagen, der allerdings nicht erst mit 2007 losging, sondern tatsächlich 1997 etwa, als ich Mutter wurde und mir ein anderer Kopf wuchs, was vielen Frauen so geht. Bei mir ist es halt extrem ausgefallen. Und man kann in diesem Fall einfach sagen, dieser Wandel ist stets weitergegangen. Es war ein ständiges Erkennen dessen, was hier schiefläuft in unserem Land und auf der Welt. Und wenn man aus einem solchen öffentlich-rechtlichen System erstmal rausfliegt, dann braucht man eine Weile, um auf irgendeinem Plateau anzukommen, das man dann langsam unter sich wieder aufbauen kann. Das heißt, es war sozusagen ein persönlicher Anstoß, der bei Ihnen so den Wandel eingeleitet hatte. Gab es auch andere Schlüsselerlebnisse, bei denen Sie so gemerkt haben, dass Ihre Überzeugungen und auch Werte als Mensch und als Journalistin so konträr zu dem standen, was Sie im Berufsalltag erlebt haben? Also spielte der Beruf da auch eine Rolle in dem Wandel? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich habe ja nun praktisch bei den Nachrichten gearbeitet, wenn auch nur als Sprecherin. Bei der Tagesschau arbeiten ja Sprecher, die Nachrichten präsentieren, keine Moderatoren. Das heißt aber nicht, dass man das Denken deswegen abstellt, sondern man denkt natürlich mit. Und bei mir war auch dieser Prozess wachsend, exponentiell, kann man sagen. Mit anderen Worten, mir kamen immer häufiger Dinge merkwürdig vor, in unseren Meldungen auch, die ich dann begann zu hinterfragen, und hin und wieder bemerkte ich dann, dass die Fragen gar nicht so erwünscht waren. Im Gegenteil, ich stand öfter vor hochgezogenen Mauern, die auf einmal erstanden vor meinen Augen, und das alles kam zusammen, ja, und machte mich natürlich immer wacher. Ich wurde geweckt. Was waren dann so die gravierendsten Veränderungen auch im privaten Leben? Also haben sich da komplett Lebensansichten, der Lebensstil auch geändert? Sachen, die man vorher vielleicht anders bewertet oder durchgeführt hat, also Konsum zum Beispiel oder so, gab es da richtig gravierende Veränderungen auch im Privaten? Gut, es waren natürlich solche Dinge wie, ich mochte dann kein Fleisch mehr essen, weil ich natürlich durch die Berichterstattung nahe dran war an all den Informationen über Tierversuche, Tiertransporte. Das gefiel mir alles nicht mehr. Wir konnten manchmal Filme abends in der DAS-Sendung, die ich ja auch moderiert habe, das Rote Sofa, nicht zeigen, weil es für die Zuschauer nicht zumutbar war, zur Abendbrotzeit, wie die Tiere da geschunden wurden. Und natürlich zum Thema Umwelt, dann kamen so langsam ein paar, in Anführung, Verschwörer um die Ecke mit den Chemtrail-Thesen, aber dann auch mit politischen Entwicklungen, historischen Hintergründen. Es wurde viel dafür getan, dass ab einer bestimmten Zeit massiv Themen an mich herangetragen wurden, die mich zum Nachdenken bringen mussten, ganz automatisch. Ich habe dann auch bemerkt, dass ich, wenn ich mal mit Kollegen darüber sprach, das überhaupt nicht gut ankam. Also du dann immer suchst wieder nach dem Sinn des Lebens. Ich habe dann gesagt, was ist denn der Sinn des Lebens, dass wir hier Kohle verdienen und High Life machen? Oder ist der Sinn des Lebens, dass wir über unsere Rohstoffe, über unsere Ressourcen nachdenken, über den Umgang miteinander, eben auch über Wahrheit? Und ich merkte, dass das mich zunehmend auch ausschloss aus der großen, machtvollen Medientruppe. Aber wenn ein solcher Prozess einmal in Gang gesetzt wurde, dann ist es, also jedenfalls war es nicht möglich, da wieder rauszukommen. Ja, lassen Sie uns doch kurz über den Rauswurf nochmal sprechen, beziehungsweise auch, wie das Umfeld darauf reagiert hat. Gab es nach Ihrem Rauswurf bei der ARD sehr viele aus Ihrem näheren Umfeld, die da auch zu Ihnen gehalten haben, oder waren das eher wenige? Also welche Erkenntnisse hat das Ihnen auch persönlich gebracht?
Also die Erkenntnisse sind natürlich aus heutiger Sicht sehr wertvoll. Ich erinnere mich, mein Mann sagte öfter zu mir, wenn wir irgendwelche Leute trafen oder die zu uns kamen oder wir zu denen gingen, dann machte er mich häufig darauf aufmerksam und sagte, schau dir das mal genau an. Bist du sicher, dass die dich meinen oder dass die deinen Job meinen? Und ich war damals so in dem Getriebe drin, dass ich das kaum unterscheiden konnte. Als dann die Bandagen enger wurden, beziehungsweise als dann auch der Rauswurf erfolgte, zunächst ja vom NDR, wobei immer untergeht, dass ich ein Jahr vorher ja schon aus der Tagesschau ausgestiegen bin, durch das EVA-Prinzip, auf großen Druck hin, unter anderem einer Differenz. Jetzt haben wir leider ein kleines Leitungsproblem bei Frau Herrmann. War gut. Da streikt gerade unsere Skype-Leitung bei Frau Herrmann. Wir können sie gerade nicht mehr hören. Okay, wir versuchen nochmal den Kontakt herzustellen. Da ist irgendwie gerade die Skype-Leitung zusammengebrochen. Könnt ihr mich nicht mehr hören? Doch, jetzt können wir sie wieder hören. Da ist irgendwie ganz kurz war die Leitung weg. Das war ein Übertragungsproblem wahrscheinlich. Mhm. Beim Aufstieg Tagesschau konnten wir gerade noch verfolgen, wenn Sie da vielleicht nochmal anfangen würden. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, genau. Also die Tagesschau hatte ich ja schon 2006 aufgeben müssen auf relativ massiven Druck hin, der einer Diffamierungskampagne der deutschen Cheffeministin Alice Schwarzer zu verdanken war. Und als dann letztendlich 2007 durch die Unterstellung, ich hätte mich lohnt, über das dritte Nachbeuler zu beseitigen, als dann der Rauswurf aus der ARD erfolgt war, führte das dazu, dass praktisch der gesamte Kollegenkreis sich abwandte und sich Hallo. So, da sind wir. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, eine bessere Leitung. Wunderbar. Gut, haben wir das auch gelöst. Prima. Super. Gut, Eva, ich übergebe mal an den Michael Post. Der hat auch noch mal eine Frage zu dieser besagten Kernersendung. Wir wollen das natürlich nicht allzu zu sehr ausbreiten, aber ich übergebe einfach mal. Bitte, Michael. Ja, Frau Herrmann, schönen guten Abend. Hallo, Michael. Ich habe mir nie Kerner angeschaut, aber genau diese Sendung, in der Sie eingeladen waren, habe ich mir, ich glaube, zufällig angesehen. Und in dieser Sendung gab es wohl offensichtlich eine Absprache zwischen den beteiligten Personen. Es war ja dabei die Schreinemakers, dann war dabei der Mario Barth und die Senta Berger. So, und man hat gemerkt, und mir hat sich ein Satz ins Hirn eingebrannt, und zwar der Satz von Senta Berger: Wann machen wir das jetzt, was wir abgesprochen haben? Ja. So, und dann ganz kurz danach hat dann der Herr Kerner sie quasi rausgeworfen. Ja, also es muss ja offensichtlich eine Absprache gegeben haben. Ja, Michael, das hatte ich einmal in einem Interview gesagt. Ich darf das nicht mehr sagen. Das ist mir verboten worden. Und ich werde das auch nicht mehr sagen. Aber ich kann natürlich keinem Menschen verbieten, selbst zu beobachten, selbst zu denken und sich selbst zusammenzureimen. Sind solche Absprachen bei Talkshows üblich? Also ich weiß davon nichts. Ich habe sowas ehrlich gesagt selber noch nie erlebt. Und ich habe ja 10 Jahre selber eine Talkshow moderiert, Hermann und Tietjen. Und da hätte es sowas mit Sicherheit nicht gegeben. Und wäre so ein Ansinnen an uns herangetragen worden, ich denke, auch Bettina Tietjen hätte das nicht mitgemacht. Und ich auch nicht. Also das ist, wenn es denn so gewesen sein sollte, dann ist es eine völlig neue Form. Ich würde mal sagen, eine neue Qualität. Ja, was den Zuschauer bestimmt so vermittelt wurde, das war,
Sie hätten sagen können, was Sie hätten wollen, es wäre so gekommen. Ja, es war eine Art Tribunal, so habe ich es auf jeden Fall auch empfunden. Und ich kann mich erinnern, jeder, der mir anschließend oder nahezu jeder, der mir anschließend E-Mails oder Briefe geschrieben hat, hat es so empfunden. Ich habe also innerhalb von 2-3 Wochen fast 50.000 E-Mails bekommen. Bei mir ist pausenlos der Server zusammengebrochen. Die Menschen im Land waren wirklich entsetzt. Also die Reaktion war eindeutig. Viele haben geschrieben, sie hätten in der Nacht nicht schlafen können vor lauter Aufregung und Wut und Unverständnis. Und man kann viele dieser E-Mails bzw. Posts lesen in meinem Gästebuch auf meiner Homepage. Wenn man da aufs Gästebuch geht, kann man ganz zurückgehen bis ins Jahr 2007. Da sind diese ganzen Einträge zu lesen. Und ich habe das neulich aus Spaß mal wieder gemacht. Oder Spaß ist es eigentlich ehrlich nicht. Sondern da wird einem wieder klar, was in dieser Nacht in Deutschland passiert ist. Ich denke, wenn wir heute sehen, wie die Medien am Rudern sind, um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen, die doch schon längst verloren ist für viele Leute, natürlich nicht die Glaubwürdigkeit aller Journalisten, aber vieler, dann kann man sagen, dass damals am 9. Oktober, also wir haben ja auch bald Jahrestag, 2007 ein entscheidender Schritt in diese Richtung getan wurde mit dieser Sendung. Ja, ich gebe an Micha. Okay, danke, lieber Michael. Ja, dann lassen Sie uns doch einmal über die Zeit bei der Tagesschau ein bisschen sprechen. Sie haben mich ja korrigiert zum Glück. Sie waren 18 Jahre Tagesschausprecherin. Sie haben ja die Nachrichten verkündet. Hatten Sie zu Ihrer Zeit als Tagesschausprecherin auch Einfluss auf redaktionelle Inhalte? Also haben Sie an Redaktionssitzungen zum Beispiel teilgenommen? Oder wie sieht dort die Arbeit einer Tagesschausprecherin aus? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Also das ist viel weniger aufregend, als man sich draußen das vielleicht vorstellen kann. Ein Sprecher spricht. Also das heißt, er geht eine halbe Stunde vor der Sendung in die Redaktion, holt sich seinen Stapel Nachrichtentexte, sitzt in der Redaktion zwischen den Redakteuren, um bei eventuellen Nachfragen nochmal mit denen zu sprechen. Und dann schnappt er sich, das war natürlich vorher in der Maske, und dann geht er ins Studio und wird eingeleuchtet und schon ist es 8 Uhr und es wird gelesen. Beziehungsweise es sind ja nicht nur die 20 Uhr Nachrichten, sondern die Tagesschau hat ja, ich weiß es im Moment nicht, wie viel es jetzt sind, aber rund um die Uhr, 24 Stunden lang, ich glaube, da kommen so etwa 20 Sendungen zusammen. Okay. Woher kommen denn eigentlich die meisten Nachrichten, die man da an der Tagesschau verliest? Also welche Quellen werden da vorrangig auch genutzt von der Redaktion? Natürlich die großen Presseagenturen, die auch alle Zeitungen und alle anderen Sender benutzen, also wie dpa, wie AP, wie Reuters, dann natürlich auch ausländische Presseagenturen. Und dann gibt es ein eigenes Korrespondentennetz, wie wir wissen. Auf der ganzen Welt sind die Journalisten verstreut. Das öffentlich-rechtliche System, bestehend aus ARD und ZDF, gönnt sich ja jeweils ein eigenes Korrespondentennetz. Und ja, das sind so die im Großen und Ganzen die Quellen. Vielleicht können Sie uns ja trotzdem ein bisschen was erzählen aus Redaktionssitzung, so Sie da vielleicht etwas auch mitbekommen haben. Ich denke, bei 18 Jahren, die Sie dort verbracht haben, hat man bestimmt das eine oder andere auch mitbekommen. Wie war denn da so das Klima in so einer Redaktionssitzung oder beziehungsweise wie läuft da so eine Redaktionssitzung ab? Wird dort tatsächlich über Inhalte der Tagesschau so eifrig diskutiert und abgewägt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da tatsächlich so jemanden, der dann auch den Haupt roten Faden der Tagesschau vorgibt und ja, die anderen stimmen dann so etwas so leicht mit dazu? Oder wird da auch wirklich tatsächlich so eifrig diskutiert und abgewägt? Nun, es ist so, dass es, um die Nachrichtenlage zu bestimmen, über den Tag verteilt mehrere Schaltkonferenzen der Chefredakteure der einzelnen Sender gibt. Die einzelnen Sender der ARD
weiß jeder, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk, SWR, was also der Südwestdeutsche Rundfunk ist, RBB, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden vergessen habe, MDR natürlich. Also das heißt, es gibt eine Menge Indianer bzw. Indianerhäuptlinge und es gibt dann einen Oberhäuptling, der sitzt in Hamburg in ARD aktuell, das ist der Chefredakteur, das ist derzeit Dr. Kai Gnifke, der im Moment ziemlich in der Kritik steht, kann man im Moment im Internet gut nachvollziehen, der heftig angegriffen wird für die Ukraine-Berichterstattung von ARD aktuell und wo ja hat bestimmt der eine oder andere gesehen, falls er noch Fernsehen schaut. Gestern kann man aber auch im Internet in der Mediathek nachgucken. Gestern ist ja in den Tagesthemen von Thomas Rothöchst persönlich eine Richtigstellung vorgenommen worden, nämlich die ARD hat zugegeben, im Mai in einem Bericht falsch berichtet zu haben über die Ukraine, nämlich es seien nicht, wie berichtet, pro-russische Rebellen gewesen, die Menschen erschossen hätten, sondern ukrainische Freischärler oder irgend sowas. Also auf jeden Fall sind es die Chefredakteure der ARD, die darüber bestimmen, gemeinsam, was gesendet wird. Dabei darf man nicht vergessen, gibt es natürlich immer Interessen der einzelnen Sender, denn jeder Sender hat seine Korrespondenten irgendwo hingeschickt. Also der Bayerische Rundfunk hat die Korrespondenten in Italien, also in Rom und auch in Israel, während der Norddeutsche Rundfunk Washington besetzt hat, der Westdeutsche Rundfunk Moskau. Also nicht und die, es geht natürlich dann auch immer um den Einfluss, welcher Sender kommt auf Sendung mit seinem Korrespondenten. Also da spielen schon auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle, die der Zuschauer natürlich überhaupt nicht kennt oder weiß. Also wir werden auch nochmal auf Herrn Gnifke und auch auf die Richtigstellung von gestern kommen, die ja natürlich auch sehr halbherzig war und mehr als lächerlich, wenn man das mal betrachtet. Aber ich übergebe nochmal an den Klaus vom Netzwerk Volksentscheid, der möchte auch nochmal ein bisschen nachhaken in diesem Thema. Eva, ist der Chefredakteur so offen, dass es bei konträrem Recherchestand auch die Überarbeitung von Meldungen gibt oder gibt es da weniger Spielraum für die Redakteure? Also wenn Sie also eine Tagesschau vorlesen sollen und Sie informieren sich ja nicht bloß bei Welt oder also in dieser Mainstream-Presse, sondern man geht ja als Tagesschausprecher oder als Redakteur auch woanders lesen, vielleicht auch im Internet oder alternativen Medien und man hat ganz andere Erkenntnisse und dann wird einem irgendwas vorgelegt, was man vorlesen soll, was dann also seinem eigenen Erkenntnisstand völlig zuwiderläuft. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man dort intervenieren kann? Nein. Überhaupt gar nicht. Also nein, das wird vorgelegt und ja, das ist auch der Punkt, der mir irgendwann zunehmend zu schaffen gemacht hat. Denn mein Thema war ja damals vorwiegend das Thema Familienpolitik. Und immer dann, wenn ich Verlautbarungen der damaligen Familienministerin, die ja jetzt die Kriegsministerin ist, also von den Krippen zu den Panzern, wenn ich da irgendwelche Statements oder Beschlüsse vorlesen sollte, dann hatte ich natürlich innerlich Probleme und der Zwiespalt, in den ich damit geriet, wurde immer größer, nämlich insofern, als ich zu diesem Zeitpunkt mich dann schon längst besser informiert hatte und auch recherchiert hatte, was eigentlich das Wohl des Kindes wirklich bedeutet und welche Bedürfnisse kleine Kinder haben, nämlich eben nicht die Krippe, sondern die Mutter. Und ich mich auch mit Bindungsforschern da schon längst auseinandergesetzt hatte, beziehungsweise zusammengesetzt hatte. Und nun wusste ich mehr und musste da Dinge verkünden, die mit meinem neuen Weltbild, das immer weiter wuchs, nicht mehr übereinstimmte. Und dann wurde mir auf einmal klar, welche Verantwortung ich eigentlich hatte, auch wenn ich nur Sprecherin war. Denn
Der Michael hat es am Anfang gesagt, es gab dann Umfragen. Ich wurde dann zur beliebtesten Nachrichtenmoderatorin gewählt in Deutschland. Und ich hatte einen Bekanntheitsgrad von 97%. Das bedeutete, die Leute mochten mich, die Leute vertrauten mir. Also viele, nicht alle natürlich, das geht gar nicht. Durch die Talkshow, die ich jeden Monat moderierte, wusste ich auch, dass ich einen hohen Sympathieeffekt hatte bei den Leuten, weil wir ein fröhliches Gespann waren. Das heißt, ich saß jetzt da und habe Nachrichten vorgelesen, die nicht mehr mit dem übereinstimmten, was ich an der Stelle wirklich gesagt hätte. Das heißt, aus meinem Mund kamen Sachen raus, die mit mir nicht übereinstimmten. Und das war für mich ein wachsender Konflikt, der mir schlaflose Nächte bereitet hatte. Und dann beobachtete ich die Kollegen und auch Moderatoren anderer Sender und überlegte mir, denken die wirklich darüber nach, was die jetzt verlautbaren? Und fühlen die die Verantwortung, die sie haben? Ich meine, klar kann man sagen, ich bin nur Sprecherin und ich bin nur ein Werkzeug dieses Senders. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass die Leute vorm Fernseher sitzen und sagen, schau mal, was der Klaus Kleber da sagt. Das ist ja interessant. Oder guck mal, was der Thomas Roth sagt oder die Marietta Slomka oder die Eva Herrmann oder der Jan Hofer. Also man spielt eine größere Rolle, als man sich das klar macht, beziehungsweise übernimmt man eine riesen Verantwortung. Und ich bin ein gläubiger Mensch, ohne irgendeiner Kirche zuzugehören, und das würde ich auch nie wollen. Aber ich erinnere an den Satz von Jesus, der gesagt hat, sinngemäß, ich kann es nicht genau sagen, an jedem Wort, das ihr falsch geredet habt, werdet ihr gerichtet werden. Das ist mir dann immer durch den Kopf gegangen und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht, das mache ich nicht mit. Also da wuchs der Widerstand in mir. Wenn Sie Ihre Kollegen beobachtet haben und ist Ihnen da aufgefallen, dass es anderen genauso gegangen ist, man könnte sich doch eigentlich auch zusammentun und vielleicht sagen, gut, wenn ich es im Sender nicht bringen kann, mache ich es irgendwo außerhalb des Senders. Also, nee, habe ich nicht gesehen. Es gab eine Kollegin bei einem anderen Sender, ich will sie schützen und ihren Namen jetzt nicht sagen, weil sie hatte sich mir gegenüber offenbart und hatte erkannt, dass zum Beispiel die Thesen zur Mutter-Kind-Bindung, die hatte sie als richtig erkannt, die ich veröffentlicht hatte, und wusste auch davon, dass das aber nicht in das politisch korrekte Mainstream-Bild passte und auch nicht dort verkündet und verlautbart werden durfte. Das war ihr alles klar. Und sie hatte versucht, mich irgendwie zu unterstützen, hat aber an irgendeiner Stelle aufgegeben, weil sie gemerkt hat, dass für sie der Spagat zu groß würde. Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie ist im System geblieben. Wieder besseres Wissen. Also ich habe auch zu ihr natürlich längst keinen Kontakt mehr. Aber nun gucke ich so gut wie überhaupt nicht Fernsehen. Aber wenn ich sie doch mal irgendwann gesehen hatte, dann hat sie mir irgendwie leid getan, dass sie diesen Weg nicht hat verfolgen können, sondern sich halt für die andere Seite entschieden hat. Ansonsten hatte ich aber bei keinem weiteren Kollegen oder Kollegin derart Verdächtiges wahrgenommen. Gibt es auch keine Gespräche in der Kantine oder so? Ja, doch, da gab es welche und es gab auch durchaus Kollegen, mit denen ich in der Kantine gesessen hatte und um Wahrheit gerungen hatte, und zwar Jahre zuvor schon. Also ich kann mich erinnern, das war Anfang 2000, da hatte Dieter Bohlen ein Buch veröffentlicht, wo er seine prominenten Freunde durch den Kakao gezogen hatte. Und Co-Autorin dieses Buches war die Frau des Bild-Chefredakteurs, Katja Kessler. Und ich ging eines Morgens ging ich aus dem Haus und stutzte, weil
Ein Zeitungskiosk hatte die Bild-Zeitung ausgehängt und da stand als Schlagzeile: Diese Stars müssen zittern, das neue Bohlen-Buch. Und dann sah ich mein Gesicht da. Ich kannte Dieter Bohlen ganz gut, weil ich mit ihm und seiner Frau damals und den drei Kindern mich hin und wieder getroffen hatte. Und da hatte er, es war unbedeutend, was er da rausgelassen hatte, also irgendwelche Kochsachen und Aussagen. Aber ich war damit nicht einverstanden, dass er also seine Bekannten oder vielleicht sogar Freunde hintenrum verkaufte für ein paar D-Mark waren das damals noch. Und so habe ich ihm Widerstand angekündigt und hatte einstweilige Verfügungen gegen das Buch praktisch beantragt und auch erhalten. Und nun saß ich da mit einigen Redakteuren des NDR, die waren also auch bei Panorama, das ist ja auch ein Magazin. Die machen übrigens wirklich zwischendurch richtig gute Beiträge und haben sich eben auch das Thema Wahrheit auf die Fahne geschrieben. Und mit einem dieser Redakteure saß ich da zusammen und der machte sich also ganz breit für mich und sagte, so geht's gar nicht und dann müssen wir einen Beitrag machen und so. Und genau dieser Mann war es, der dann, als ich praktisch angegriffen wurde, ein paar Jahre später, der mich richtig austricksen wollte und mir ein NDR-Team schicken wollte, damit ich eine kurze Stellungnahme abgebe, die sie dann auch wieder hätten verreißen wollen. Und ich will das jetzt gar nicht in aller Breite austreten. Auf jeden Fall war genau dieser Typ, mit dem ich da x-mal zusammengesessen hatte in der Kantine und auch in den Redaktionsräumen, um für die Wahrheit zu arbeiten, derjenige, der mir dann wirklich das Messer von hinten zwischen die Rippen hat schieben wollen. Ich konnte das in gewisser Weise abwehren, aber nicht wirklich. Also ich war da schon weit wundgeschossen und konnte nicht mehr viel tun. Da gäbe es nachher noch eine Frage dazu, ich gebe aber erstmal ab. Da drängt sich automatisch noch eine Frage auf, aber die ordnen wir mal ein bisschen später ein. Okay. Okay. Ich gebe erstmal an Micha zurück. Ja, Eva, lass uns noch ein bisschen über die Political Correctness sprechen, beziehungsweise Medien und Politik. Es ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Gab es so in Ihrer Zeit als Journalistin und Moderatorin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch Situationen, wo Sie persönlich auch mitbekamen, wie Politik oder andere Einflüsse auf die Inhalte einer Sendung, wie Politik oder andere halt Einfluss nehmen wollten auf Inhalte einer Sendung oder vielleicht auch sogar Namen? Also wenn ja, wie groß ist denn auch Ihrer Meinung nach die Verstrickung von öffentlich-rechtlichen Medien und der Politik? Na gut, ich meine, dass das ganz offensichtlich ist, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil es kein Geheimnis ist. Also das wissen wir ja schon alleine aus dem Fall Brender, Chefredakteur ZDF, der durch ein Veto des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch keine Vertragsverlängerung bekommen hatte, weil er das falsche Parteibuch hatte. Und dieser Einfluss, er ist ja dann auch vor das höchste Gericht hier in Deutschland gezogen, Brender, und hat letztes Jahr auch Recht bekommen, woraufhin ja wieder mal eine Rüge ausgesprochen wurde gegen die öffentlich-rechtlichen Sender, dass der Einfluss der Parteien zurückgefahren werden muss. Aber bislang ist immer noch nichts passiert. Also das ist ganz klar, dass die parteipolitischen Interessen in diesen Sendern vertreten werden. Das ist ja auch, ich habe gelernt beim Bayerischen Rundfunk, damals war noch Franz Josef Strauß Ministerpräsident, das war eine heiße Zeit. Und das war also, wenn der mal in den Sender kam, da war Alarm. Also da standen alle stramm und das war, als ob der Kaiser, nicht der König, sondern der Kaiser eingezogen wäre. Nein, das ist vollkommen klar. Und das ist natürlich auch beim NDR nicht anders. Der NDR hatte damals schon, als ich noch beim Bayerischen Rundfunk war, hatte der den Namen Rotfunk und das hatte ich erst nicht richtig verstanden. Aber mit der Zeit habe ich es dann doch verstanden. Also spätestens dann, als die grün-rote feministische Liga über mich herfiel und flächendeckend mit Rückendeckung des Senders, der Senderobersten, mich praktisch liquidierte. Da war der Fall klar. Okay, ich übergebe mal an Josch, der will auch gleich nochmal nachhaken. Der hat zu Herrn Brender auch nochmal eine Frage. Bitte, Josch. Ja, Frau Herrmann oder Eva,
Wie sehen Sie das? Eigentlich ist das ja ein Unding. Der damalige ZDF-Intendant, der Nicolas Brände, der sollte ja eigentlich auf den Roland Koch aufpassen als Journalist. Und was macht der Roland Koch? Er schmeißt ihn raus. Und ich habe das Gefühl, seitdem legen die enorm die Ohren an und trauen sich überhaupt nichts mehr. Haben Sie auch diesen Eindruck oder stehe ich da eher allein da? Ach, da würde ich Ihnen voll zustimmen. Und ich denke, dass Nicolas Brände genau ein solches Exempel gewesen ist, das statuiert wurde, wie auch ich. Und danach ist in der Tat, halten alle die Luft an, sehen, was es heißt, wenn man sich zu weit rauslehnt und rudern alle ganz schnell oder fast alle ganz schnell zurück und sagen, nee, nee, also auf dieses dünne Eis will ich mich nicht begeben. Ich denke, dass sowas regelmäßig gemacht wird, um einzunorden, um die Leute eben, um den Leuten klarzumachen, das geht gar nicht. Jetzt habe ich noch eine Frage, die brennt mir jetzt eigentlich eher persönlich so ein bisschen auf der Seele und ich muss mich bei Ihnen auch schon im Voraus dafür entschuldigen, aber ich will da jetzt endlich mal eine Klarstellung haben. Und zwar wurden Sie ja zum Teil von der Redaktion, von den Zeitungen, von eigentlich verschiedenen Medien so ein bisschen in die rechte Ecke gestellt. Da hieß es, die sei so ein bisschen rechtsnational. Deswegen mal ganz offen an Sie zu einer Stellungnahme. Haben Sie verbotene Symbole an Ihrer Wohnzimmerwand hängen oder ist das einfach nur himmelschreiender Unsinn? Also wer meine Aussagen kennt, wer seine Nase in meine Bücher gesteckt hat, wer mich vielleicht sogar persönlich kennt, der weiß ganz genau, wie ich ticke. Und ich bin es ehrlich gesagt leid und müde, das überhaupt noch erklären zu müssen. Ich denke, jeder weiß, woran er ist, wenn er mit offenen Augen meine Aussagen anguckt. Also es gibt natürlich weder irgendwelche verbotenen Symbole oder Rituale oder sonst was, sondern das Eva-Prinzip. Das ist das Buch gewesen, das veröffentlicht wurde vor diesem sogenannten Skandal. Den nicht ich verursacht habe, sondern die Medien im Auftrag. Es ist mir heute vollkommen klar, es war eine Auftragsarbeit, die erledigt wurde. In meinem Eva-Prinzip habe ich mehrere Seiten verfasst, in denen ich darauf hinweise, es auch ganz sauber belege mit allen Quellen, kann auch jeder einsehen, dass die Krippenkultur oder Unkultur, es ist eine Unkultur, dass also diese sozialistische These, Kinder frühzeitig von den Müttern zu trennen und in Fremdbetreuung zu geben, dass die vor allem entstanden ist in der Nazizeit. Und ich beschreibe sie als verheerende Maßnahme, die bis heute unsere Gesellschaft zerstört hat. Es gab in der Nazizeit eine sogenannte Familienbeauftragte, die fürs Ministerium arbeitete, eine Johanna Hara mit Doppel-A. Das kann man, man kann die Bücher von Johanna Hara heute noch bei Amazon bestellen, wenn man will. Es gibt aber zum Glück auch Aufarbeitungsbücher über diese Johanna Hara und die Nazizeit. Und wenn wir heute noch die Sprüche hören, lass das Baby schreien, das stärkt die Lungen, was unmenschlich ist für das Baby, das weiß man, wenn man die Bindungsforschung kennt und die Säuglingsforschung, das sind Sprüche aus der Nazizeit. Oder auch die Kinder nicht verzärteln, die Kinder nicht zu nah auf den Arm nehmen, nur nicht zu oft wiegen und schaukeln. Das sind alles Nazi-Methoden übelster Art, um Mütter und Kinder zu trennen, um eine unsichere Gesellschaft herzustellen. Denn die Kinder, deren Urbedürfnisse nach Sicherheit, und das ist in den ersten 3 Jahren die Mutter, wer diese Urbasis zerstört, der trägt dazu bei, dass dieser Mensch weitaus verunsicherter ins Leben geht, als wenn diese Urbedürfnisse gestillt würden und das Kind lernen würde, meine Bedürfnisse werden erfüllt, also scheinen sie richtig zu sein, also bin ich richtig. Das ist eine der besten Einstellungen, mit der ein junger Mensch ins Leben starten kann. Also um
wieder auf die Frage zurückzukommen und die Antwort als Schlusspunkt zu geben. Ich verurteile das Nazi-System auf das Schärfste, und zwar nicht nur, was die familienpolitischen Dinge angeht. Und ich weise einfach darauf hin, dass jeder, der sich interessiert dafür, was ich dazu geschrieben habe, der kann sich das Eva-Prinzip, das gibt es inzwischen für was weiß ich, für 1-2 Euro gebraucht im Internet, kann sich das besorgen und kann das nachlesen. Frau Herrmann, ich danke Ihnen, und außerdem, ich sehe auch, was Sie für Friedensarbeit leisten. Also mir war die Antwort ohnehin schon klar. Ich wollte Ihnen nur noch mal die Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben. Vielen Dank. Gerne. Ja, Klaus, jetzt überlege ich gerade, passt deine Frage noch? Dann stell sie bitte, ansonsten mache ich hier weiter im Skript. Der Klaus ist wohl gerade nicht anwesend. Oder ist er da? Klaus, bist du da? Ich bin da, ja. Ja, wenn ich mir so überlege und schaue mir die Sendungen an oder auch in der Rückschau, hatte jeder zum Beispiel auch dieses Interview gesehen mit Klaus Kleber und Aminijad, was dann wirklich nicht gerade eine Sternstunde des deutschen Journalismus gewesen ist. Glauben Ihre ehemaligen Kollegen überhaupt solche Sichtweisen, also was ja wirklich außerordentlich tendenziöse Berichterstattung sind oder zumindest Verdrehungen auch von Wahrheit, die dann so offensichtlich sind, und dieser Mann verdient ja einen Haufen Geld, wofür wir also auch selbst noch bezahlen müssen. Kommt das nicht in den Sendern ja zu Eklat, dass also die Leute sagen, also das kann man einfach nicht mehr mitmachen? Nun, also es gibt ja eine Marschrichtung in den Sendern. Es gibt ein schönes Interview, auf das ich jetzt vielleicht mal hinweisen möchte, das letzte Woche aufgezeichnet wurde in Duisburg. Das Interview wurde für Eigentümlich frei aufgezeichnet. Geführt hat es Carlos Gebauer, und die Interviewgäste waren Udo Ulfkotte und ich. Udo hat ja ein neues Buch herausgebracht. Können wir gerne auch gleich nochmal drauf kommen. Das heißt ja gekaufte Journalisten. Und da führt der Udo in diesem Buch, aber auch in diesem Interview sehr genau auf und aus, welche Interessen die Journalisten leiten, beziehungsweise durch welche sie geleitet werden. Und es sind, also wer sich den Rundfunkstaatsvertrag anschaut, der kann einfach sehen, der ist ja nun von den Alliierten damals verfasst worden, beziehungsweise werden auch ihre Interessen oder wurden die hier manifestiert. Und wir dienen heute amerikanischen Interessen, also den Interessen der US-Administration, sowohl die Rundfunkanstalten wie viele Tageszeitungen und Zeitschriften und Illustrierte auch. Also das bedeutet, man muss einfach mal sich anschauen, was die Statuten sind dieser öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und ich habe gerade ein Interview gelesen mit Nikolaus Brender. Da hat er also ohne Probleme, ohne Not hat er das benannt, also diese Konstellation der Alliierten und in welchem Interesse bis heute berichtet wird. Und in diesem Interesse läuft natürlich auch die EU und Brüssel und die Zentralregierung, unter die wir jetzt alle gestellt wurden, die 28 Länder. Und auch die Arbeit der NATO fällt indirekt in diesen Rundfunkstaatsvertrag herein, nämlich wenn es um die Punkte europäische Integration geht. Das ist ein Kernpunkt für Europa und kommt eben auch im Rundfunkstaatsvertrag vor, beziehungsweise müssen diese Interessen berücksichtigt werden. Und dazu gehört eben auch die das positive Bild der NATO. Also das heißt, es gibt eine Wegrichtung, in die wird gearbeitet, und was sich der entgegenstellt, das gehört da nicht hin, und deswegen kommt es da auch nicht vor. Mit anderen Worten, wir werden einseitig informiert. Wer die Augen aufmacht und die Ohren, der weiß das ja auch schon längst oder hat zumindest ein mulmiges Gefühl und fragt sich langsam mal, was ist hier eigentlich los? Aber die Gründe dafür sind klar. Wer sich den Morgentauplan anguckt, der nach dem Krieg erstellt wurde, ich habe neulich fälschlicherweise gesagt, unter Punkt 7 findet er den Rundfunk. Nein, er findet sich unter Punkt 5, also Morgentauplan, Punkt 5, genau nachlesen, steht alles drin. Ja.
Gut, Micha. Gut, alles klar. Ja, da würde ich nochmal nachfassen. Sie haben das gerade gesagt, Rundfunkstaatsvertrag. Können Sie da vielleicht nochmal genauer sagen, Eva, wie das dort, das wird ja sicherlich nicht so ganz offiziell drin stehen, dass man jetzt ja, die Interessen Amerikas über den Sender bringen sollte. Können Sie da vielleicht auch nochmal einen Hinweis geben, wo man das vielleicht findet, wo jeder das auch nachlesen könnte im Rundfunkstaatsvertrag, dass dort diese Tendenz drin steht über diese Art Berichterstattung? Ja, das ist nicht so schwer. Also wer sich den Rundfunkstaatsvertrag aufruft, kann jeder machen. Der muss ihn durcharbeiten. Und da gibt es Kernworte. Wenn es um den Euro geht, einfach weiterforschen. Auch den Lissabon-Vertrag nebenbei aufmachen und die Kernpunkte abgleichen. Es ist journalistische Recherchearbeit, um dahin zu kommen. Aber es ist gar nicht so schwer. Also das heißt, wenn da steht, die europäische Integration soll gefördert werden, ja, dann muss man die europäische Integration, da muss man auch den Begriff Europa sich aufrufen und gucken, was versteht man darunter? Was versteht man unter der EU? Was bedeutet die europäische Integration? Was beinhaltet das alles? Die Förderung von was? Aha, wieder der westlichen Interessen. Also das, es ist wichtig, dass man da, man muss Lust dazu haben. Und wenn man die Lust hat, findet man das auch alles. Ich kann natürlich jetzt nicht alles hier vordenken und vorrecherchieren, aber das ist eigentlich schon der Aufruf an alle, das selbst zu machen. Ja, in der Tat. Also immer auch selbst alles prüfen. Das ist natürlich immer auch unser Credo über das, was wir natürlich auch an Informationen herausgeben, dass natürlich jeder auch in der Verantwortung steht, das selber nachzuprüfen, um natürlich auch eigene Gewissheit dabei zu erlangen. Ja, lassen Sie uns doch noch eine Stufe höher gehen. Wie stark ist dann auch der Einfluss von Geheimdiensten auf unsere Medien? Haben Sie dazu irgendwelche Erfahrungen auch gemacht? Nein, die macht man als Tagesschausprecher nicht. Da kann ich nur wieder empfehlen, das Buch von Udo Ulfkotte, das aktuelle, das auch überall im Moment auf Platz 1 rangiert. Keine Sorge, ich verdiene keinen Cent daran, wenn ich das sage. Aber er hat es ganz sauber aufgearbeitet. Der Untertitel lautet, wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Und er führt darin auch aus, diese ganzen transatlantischen Verbindungen. Das ist nicht uninteressant. Das ist das gleiche Thema, was ja die Anstalt, die ZDF-Anstalt neulich gemacht hat, was einen riesen Wirbel ergeben hat, als die Jungs einzelne Redakteure und Chefredakteure deutscher Zeitungen, Leitmedien in die Verbindungen gestellt haben, also gezeigt haben, welche leitenden Journalisten Deutschlands eigentlich in diesen transatlantischen Verbindungen Mitglied sind oder eben im Beirat sind oder sogar im Vorstand sind. Also von der Zeit über auch öffentlich-rechtliche und so weiter ist da vieles gewesen. Das kann man da nachlesen und da kann man sich ein eigenes Bild machen. Das ist übrigens, das möchte ich noch mal betonen, es ist das Gebot der Stunde heute. Wenn die Leute sagen, wir wollen die Wahrheit und wo finden wir denn die Wahrheit, dann kann man immer nur sagen, du musst sie selber suchen. Du glaub halt nicht alles, was dir vorgesetzt wird in der Zeitung, glaub nicht alles, was du abends im Fernsehen siehst, auch wenn diese Sendungen als seriös ausgegeben werden, sondern setz dich auf deinen Hintern und recherchiere selbst. Denn man braucht das eigene Wissen. Es nutzt nichts, wenn ich irgendwas runterbete, von irgendjemandem mal gehört und kenne die Zusammenhänge aber nicht wirklich. Aber wenn ich mich selbst da reingekniet habe, dann weiß ich, wovon ich rede. Wissen heißt Einfluss nehmen. Ja, Klaus, du wolltest noch eine Frage zu den Journalisten stellen und den Diensten. Möchtest du gleich mit einsteigen? Die Eva hatte das ja schon gerade beantwortet. Okay, dann. Sie da nichts drüber Bescheid weiß. Aber ich hätte noch was anderes für die Zuschauer vielleicht nochmal zum Nachhaken. Wer also auf die Suche geht und zum Beispiel Udo Ulfkotte mal etwas folgt, er hat also auch eine Lesung gemacht, die er abgefilmt hat und wo er über die Berichterstattung, zum Beispiel Kriegsberichterstattung von Journalisten sehr, sehr gut berichtet hat. Also einfach mal schauen und mal sich anhören, was da eigentlich in den Sendern so abläuft. Gut, das ist mal.
Okay. Ja, Eva, wie problematisch sind dann auch Verbindungen von Journalisten, zum Beispiel auch zu sogenannten Thinktanks, zum Beispiel Atlantikbrücke oder Bilderberger? Das ist ja in den letzten Jahren auch immer mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Wird darüber, sage ich mal, offen gesprochen im Kollegium, beziehungsweise auch senderintern? Also ist das offenkundig oder wird das so eher auch unter den Tisch gehalten, solche Verbindungen? Das wird absolut unterm Tisch gehalten. Darüber spricht keiner, denn es gibt da offenbar, das schreibt jedenfalls Udo, der kennt sich da, glaube ich, auch etwas besser aus als ich. Es gibt da einen Kodex, nämlich dass man überhaupt nicht darüber spricht, wenn man dabei ist und vor allem auch nicht über die Inhalte oder gar Beschlüsse. Fakt muss schon so sein in die Richtung, dass sich dort einflussreiche Leute regelmäßig treffen, um zumindest die Richtung mitzubestimmen und die Ziele zu formulieren, die dann auch ins Auge gefasst werden. Und ich meine, man kann das ganz leicht beobachten an, da gibt es jetzt gerade in der EU, im EU-Parlament ein Papier, das erarbeitet wird, ein Antidiskriminierungspapier, was praktisch Straftatbestände beschreibt, die man begeht wenn man, was weiß ich, also da locker irgendwelche. Ich muss mal einmal hier kurz das Fenster aufmachen, weil unsere Hunde sich hier irgendwie aufregen. Einen Moment mal. So, sorry. Ja, kein Da bin ich Problem. wieder. Kein Problem, bitte. Ja, jetzt müssen wir nochmal, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei dem Kodex. Also es gibt da einen Kodex, die sprechen nicht drüber, aber die Ziele werden festgelegt. Und wenn wir, ich habe über dieses Europaparlamentpapier gesprochen, es gibt jetzt also es werden immer mehr Kontrollsysteme installiert, sogenannte Monitorings, mit denen nicht nur die Bürger beobachtet werden und sofort in Straftatbestände geschoben werden, sofern ein angeblicher Diskriminierungsvorwurf vorliegt. Diskriminiert werden Frauen vor allem, aber Migranten, aber auch Homosexuelle. Und da werden die Freiheiten doch sehr beschnitten. Nämlich wir werden immer mehr in eine Richtung gedrängt, konform zu gehen und rechts und links nicht mehr schauen zu dürfen oder was sagen zu dürfen. Also die Bürger werden kontrolliert zunehmend, aber die Medien auch. Die werden eingenordet. Da müssen die Chefredakteure regelmäßig entweder nach Straßburg kommen oder man trifft sich woanders und sie bekommen genaue Vorgaben von der Politik, wie sie in welche Richtung berichten dürfen. Das heißt, das, was wir vielleicht noch, als wir Kinder waren, noch ganz sorglos als relativ freies Land empfunden haben, was es vielleicht auch noch war im Gegensatz zu heute, das hat sich dramatisch zugespitzt und wir geraten immer mehr unter Druck von allen Seiten, also nicht nur was die Finanzen und die wirtschaftliche Lage angeht, sondern eben auch was unser freies Denken angeht, was unsere Formulierungsmöglichkeiten angeht. Es wird durch Manipulation und Propaganda werden Bilder aufgestellt, Regeln aufgestellt, die eingehalten werden sollen, die mit Wahrheit und Freiheit gar nichts mehr zu tun haben. Dazu kommt eine Begriffsverwirrung. Das heißt also, richtige Begriffe werden falsch gedeutet und für falsche Ziele eingesetzt, sodass praktisch eine Art Gehirnverunreinigung stattfindet, was unsere Begriffe angeht. Und der Begriff Demokratie wird falsch gedeutet, ne? Was heißt Demokratie? Demokratie heißt, Deme ist eigentlich altgriechisch und heißt Dorf und Kratia im Prinzip den Wagen ziehen. Also das heißt, die Verantwortung hat die kleinste Gruppe, um zu entscheiden. Also eigentlich das Subsidiaritätsprinzip. Und all das wird falsch gedeutet. Demokratie ist heute ein Schlagwort geworden, was keiner richtig versteht. Staat ist auch ein Schlagwort geworden, kommt in Wirklichkeit, hat das was mit Status zu tun. Wer hat den Status? Die Macht, das Geld.
Also der Staat ist die Bankenmacht, in der wir leben. Aber es wird natürlich täglich von Politikern und Presse falsch benutzt, sodass wir also in eine immer größere Verwirrung auch hineinkommen und uns überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Und das alles ist natürlich Vorsatz und gewollt. Das sind die ersten Schritte oder das sind schon die Schritte mitten hinein ins Sklaventum. Und das scheint ja offenbar das Ziel zu sein. Tja, also auf jeden Fall bahnt sich hier etwas in Richtung Diktatur an. Man sieht wirklich die Kriminalisierung der Bürger bei Kleinigkeiten und gerade auch bei Meinungsverbrechen, also Orwell lässt grüßen. Und natürlich auch die Psychiatrisierung vieler Bürger, die halt anderer Meinung sind, also gegen den Strom schwimmen oder halt auch aufklärerisch wirken. Also siehe den Fall Mollert, der ja nur auch ganz große Schlagzeilen gemacht hat. Das war auch nur leider die Spitze des Eisberges, wenn man diese Thematik sich auch einmal genauer betrachtet. Ich übergebe nochmal an Klaus, der hat auch nochmal ein paar schöne Fragen für Sie. Also verwunderlich ist für mich, dass zum Beispiel Deutschlandrate Kultur ausgerechnet immer nach den Bilderberg-Veranstaltungen Teilnehmer vor das Mikrofon bekommt. Ich erinnere mich an den Fall Volker Perthes von Stiftung Wissenschaft und Politik und mit anderen globalen Netzwerken verknüpft. Als dieser 2007, 2008 Teilnehmer dort bei Bilderberg gewesen ist. Und nur Tage später wurde er also in Deutschland Rate Kultur aufgeführt und bekommt dort die Plattform, dass er dort in die Öffentlichkeit gehen kann mit seinen Ideen. Aktuell wird dieser wieder in die Öffentlichkeit protegiert als Experte für Nahost und CO2-Diktatur. Der Mann scheint damit voll im Plan der NWO zu stehen. Und wenn ich mir so überlege, 2006, 2007 waren wir alle so auf der Suche und haben geschrieben und dann wurden wir als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, wenn man nur diese Pläne, die dort also diese NWO vorhat, angesprochen haben in aller Öffentlichkeit. Da fragt sich einfach, sind die Verflechtungen von Journalismus und Journalisten und Öffentlich-Rechtlichen zu den globalen Netzwerken wie Trilaterale Kommission oder Bilderberg, Atlantikbrücke, ECFR, CFR oder auch einfach nur Parteien ein Thema intern, wenn man es schon extern nicht zugeben will? Also Sie sagten ja, dass dort ein Kodex existiert. Unterschreibt man da irgendwas? Nein. Also ich meine, warum ist das in den letzten Jahren überhaupt bekannt geworden? Das ist den alternativen Medien zu verdanken. Also ein Alex Jones in Amerika oder eben hier in Deutschland, einige ganz wackere und mutige, die auch hingefahren sind zu den Bilderberger Treffen, Fotos gemacht haben und natürlich ganz unfein behandelt worden sind und entfernt werden sollten. Ich kann mich erinnern, Webster Tarpley aus Washington ist zu einem Bilderberger Treffen gefahren, hat ausgiebig darüber berichtet, bei COP damals. Und solchen Leuten ist es zu danken, dass überhaupt Kenntnis davon genommen wurde und dass hier Stück für Stück die Dinge herauskommen. Und jetzt ist es der Udo wieder, ich kann ihn schon wieder nennen, der darüber, also explizit im Buch Auskunft gibt über diese ganzen Trilateralen und Bilderberger und Atlantikbrücke und viele mehr. Also es ist ja nur ein Bruchteil, es gibt ja etliche mehr noch, zu denen eben sowohl unsere Politiker, die führenden Politiker regelmäßig gehen. Man kann auch sehen, es gibt ja auch Veröffentlichungen der Teilnehmerlisten bei diesen Treffen, gerade was die Bilderberger angeht. Da sieht man dann, dass Politiker, die bei uns in Amt und Würden gehoben werden, kurz zuvor, ein, zwei Jahre zuvor, eben bei diesen Treffen gewesen sind. Das heißt, da werden offenbar dann die Weichen auch gestellt für solche Leute, die dann ins System reingehievt werden in verantwortungsvolle Positionen, damit sie dementsprechend auch agieren können. Nichts anderes. Die würden auch gar nicht agieren können, wenn jetzt sie gar keine Plattform bekommen würden in den Medien. Die würden gar nicht agieren können, wenn sie in den Medien gar keine Plattform bekommen würden. Ja. In der Springerpresse haben wir ja gesehen, dass sich die Journalisten dazu verpflichten müssen, einen Kodex zu unterschreiben oder also sich zu Amerika- und Israel-freundlicher Berichterstattung zu bekennen. Gibt es in den Sendern der Öffentlich-Rechtlichen sowas auch? Also werden Journalisten bestimmte Religionsgemeinschaften bevorzugt in die Sender aufgenommen?
Das glaube ich nicht, dass da Religionszugehörigkeiten eine Rolle spielen, aber ich denke, dass die Tendenzen ähnlich sind, auch ohne solche Verträge. Ja, also beim Springer Verlag steht es ja durch einen geleakten, also konnte man das einsehen, durch einen geleakten Arbeitsvertrag, wo das halt auch so festgesetzt wurde. Nee, Michael, das ist kein geleakter Vertrag gewesen. Das veröffentlicht Axel Springer selbst. Aha, die machen daraus keinen Hehl. Okay. Das ist ja dann umso interessanter. Ja, danke. Eine Firmenverfassung. Ja? Also Springer Verlag hat eine Firmenverfassung. Ja, okay. Mhm. Allerdings ist er in schlechter Verfassung gerade. Ja, okay. Ja, dann lasst uns doch mal über aktuelle Ereignisse sprechen. Eva, Sie haben ja sich auch unter anderem bei der Stimme Russlands in Artikeln sehr klar positioniert in Sachen Ukraine und Russland und Putin. Die Berichterstattung der Mainstream-Medien hatte natürlich eine große Welle auch der Proteste vieler Zuschauer und Leser ausgelöst. Wir hatten ja das kurz schon angesprochen. Und man diskreditierte diese Proteste als Putin-Versteher oder selbst die Welt propagierte es wären Putins geheime Online-Armeen, die hinter diesen Protesten stünden. Auch sie hat man natürlich stark für ihre Statements angegriffen. Wie haben Sie die Ukraine-Krise wahrgenommen von Anfang bis jetzt und vor allem auch die Berichterstattung? Also ich will mal grundsätzlich dazu eine Sache sagen. Ich bin noch nie in der Ukraine gewesen und ich war erst einmal in meinem Leben in Russland. Das heißt, ich bin keine ausgewiesene Fachperson, was die Gepflogenheiten dieses Landes und die Traditionen und so weiter angeht. Aber ich habe ein großes Interesse und ich habe generell ein großes Interesse an der Politik in der Welt. Vor allem bin ich in den letzten Jahren aufmerksam geworden auf die Einflüsse der NATO in verschiedene Kriege, die wir hier alle miterlebt haben und die ich zum großen Teil als Nachrichtensprecherin noch mitverkauft habe. Ich sage das verkauft in Anführung. Das war ja auch eine relativ unkritische Berichterstattung, für die ich mich heute bei allen Zuschauern entschuldige, die ich damals als Sprecherin ja praktisch mit an der Nase herumgeführt habe. Das ist einer der Gründe übrigens für meinen auch relativ umfangreichen Einsatz. Da ich nun ein gläubiger Mensch bin und eben auch an die Wechselwirkung, an das Gesetz der Wechselwirkung glaube, was der Mensch sät, wird er ernten, so versuche ich auch das, was ich mit angerichtet habe, wieder wegzukehren oder wieder gut zu machen, indem ich eben informiere und versuche, so gut wie möglich mich der Wahrheit zu nähern versuche. Ich sage nicht, dass ich sie gepachtet habe oder weiß, aber ich versuche es. Fakt ist, wenn wir uns die Kriege angucken, den Irakkrieg, die ganzen Geschichten mit den angeblichen Massenvernichtungswaffen, das wissen wir alle, jedenfalls die wir hier diese Sendung hören und machen, dass das natürlich eine dreiste Lüge gewesen ist, damit die NATO in dieses Land reinkommt. Da gab es ganz andere Interessen. Und Fakt war, Saddam Hussein wurde gehängt. Danach hieß es, ach, komisch, waren ja doch keine Massenvernichtungswaffen da. Naja, es ist nie wirklich richtig gestellt worden. Es sind weit über 1 Million Menschen gestorben in diesem Krieg. Mehrere Millionen sind obdachlos geworden. Wir haben da bis heute furchtbare Auseinandersetzungen. Man nutzt natürlich diesen zerstörten Boden, um weitere Unruhen zu entfachen und hat da jetzt was Neues installiert mit diesen islamischen Staatenleuten, die da plötzlich nahtlos die Al-Qaida abzulösen scheinen, von denen man dann so gut wie nichts mehr hört. Oder wenn man sich Libyen anguckt, diesen Krieg, den habe ich damals, als ich die COP-Nachrichten mit begleitete, relativ deutlich miterlebt durch die Recherchen, hatte damals mit Journalisten zu tun, die da vor Ort waren und recherchierten und eben auch relativ schnell klar war, dass auch das ein NATO-Krieg gewesen ist, um dieses Land zu zerstören und um sich
die Rohstoffe unter den Nagel zu reißen und um den unbequemen Gaddafi wegzukriegen, weil er den Golddinar als Währung dem Petrodollar gegenüberstellen wollte und weil er ein Bewässerungssystem in der Wüste hat installieren lassen für 1 Milliarde Dollar, womit praktisch der ganze Nahe Osten über Jahrzehnte Wasser gehabt hätte und. Und so ist es mit Syrien gegangen, wobei da kam es nicht ganz so weit, weil sich Russland und China dagegen gestellt haben. Und dann war es halt die Ukraine, wo es auch wieder 1000 Interessen des Westens gab, um an Russland ranzukommen, um die Osterweiterung weiter voranzutreiben, die ja seit Jahrzehnten läuft, obwohl man sich nach dem Fall der Mauer anders geeinigt hatte. Also wenn man nur anfängt, ein bisschen hineinzustechen und zu suchen, dann öffnet sich ein Plan, der einem Angst und Schrecken einjagt. Und dann muss man sich entscheiden, was macht man? Macht man die Augen zu, klappt man das Buch wieder zu und legt sich in die Sonne und denkt sich, ich sonne mich jetzt, solange es noch geht? Oder versucht man im Interesse der Kinder auch und der nachfolgenden Generationen und auch für sich selber, um morgens noch in den Spiegel gucken zu können, an der Wahrheit mitzusuchen und mitzuarbeiten? Aber also, um jetzt nochmal auf die Ukraine zu kommen und auf Russland, das ist ja eine ganz durchsichtige Geschichte gewesen. Und ich habe aber auch nie behauptet, Putin ist jetzt der Gute und die anderen sind die Bösen. Ich weiß heute auch nicht, ob Herr Putin nicht auch gewisse Spiele mitspielt. Wenn ich mir jetzt nur anschaue, dass Neurussland von Russland nicht eingemeindet werden wird, wofür die Neurussen sich eingesetzt hatten und gekämpft hatten, sondern da scheint ein Deal zu laufen offenbar zwischen dem Westen und Putin, damit alle irgendwie ihr Gesicht wahren können. Soll mir auch recht sein. Aber ich will damit nur sagen, es scheint doch so zu sein, dass die Fäden noch von ganz anderer Seite gezogen werden, was auch mit den, wie es von der Wissensmanufaktur immer so schön heißt, mit den Politikdarstellern Obama oder Merkel oder Putin nur sekundär was zu tun hat. Ja, man kann natürlich nicht ausschließen, dass auch Putin zu diesem Hegelschen System gehört, mit These und Antithese, das dann auch zu einer Synthese führt. Aber ja, wir werden schauen und werden uns natürlich dort auch gegebenenfalls mit einer Gegenmeinung einschalten oder einer Gegenberichterstattung mit den alternativen Medien. Nach der all der Kritik auch an Ihnen zum Thema Ukraine und Russland, haben dann auch mal die Mainstream-Medien versucht, über ihre Position mit Ihnen ins Gespräch zu kommen? Also gab es da Interviewanfragen auch an Sie? Nein, natürlich nicht. Michael, wo denken Sie denn hin? Okay, also da hat man einfach nur draufgehauen aus der Ferne, aber sich nicht dem Gespräch sozusagen gestellt, der Auseinandersetzung. Ja, genau. Okay, ja, dann übergebe ich mal an Michael von Blognet News. Der hat auch noch ein paar Fragen jetzt hier bei uns in der Sendung. Bitte, Michael. Ja, Micha, vielen Dank. Eva, Sie haben ja in 2012 ein Buch geschrieben, das Medienkartell, wie wir täglich getäuscht werden. Und das hat ja an Aktualität nicht verloren, im Gegenteil. Vielleicht kam das Buch auch 2 Jahre zu früh. In diesem Buch schreiben Sie, dass der Spiegel beispielsweise kastriert sei. Was meinen Sie damit? Das ist keine Aussage von mir, sondern ich zitiere Norbert Bolz, einen Medienwissenschaftler aus Berlin, der einen Artikel geschrieben hat, ich glaube sogar mit der Überschrift, dass der Spiegel kastriert ist. Naja, Bolz greift in diesem Artikel die unter anderem die Machenschaften an zwischen Spiegel und Axel Springer, die ja früher Todfeinde gewesen sind, aber seit Stefan Aust und Kai Diekmann die Dinge zusammengerückt wurden, jetzt hat sich da ja wieder eine Änderung ergeben durch die neue Führung, die aber auch mehr als umstritten ist. Und kastriert natürlich auch in dem Sinne, dass ergeben nach politisch korrekter Linie berichtet wird, während früher ja tatsächlich journalistische investigative Arbeit geleistet wurde durch das Aufdecken von so manchem Skandal. Das würde es heute
aus meiner, das ist nur meine freie Meinungsäußerung, wohl kaum noch geben können, weil die Interessen inzwischen derartig verworren und verknüpft sind, für uns Leser, die wir das Ding ja gar nicht mehr lesen, undurchschaubar. Das läuft alles hinter den Kulissen. Man muss auch angesichts dieser Krise, in der die gerade die Zeitungen sich auch befinden, darf man natürlich eine Sache nicht vergessen. Wenn man einen Spiegel kauft am Montag oder einen Stern am Donnerstag, dann schlägt man den auf und sieht in diesen Hochglanzheften viele Seiten mit Werbung, mit Bankenwerbung, mit Autowerbung, mit Klamotten, mit Uhren, was weiß ich nicht alles. Naja, die Seiten sind natürlich auch schon weniger geworden. So viele Seiten sind es nicht mehr. Und genau das ist das Problem. Die Auflagen, die Anzeigenaufkommen gehen massiv zurück, weil auch in den Unternehmen andere Strategien inzwischen gang und gäbe sind, weil die aber auch wissen, diese Zeitschriften haben gar nicht mehr diese Auflage. Also ist der Werbeeffekt auch nicht mehr so groß. Das heißt, dann müssen die Zeitungen mit den Preisen runtergehen. Aber was sie eben auf gar keinen Fall tun dürfen, ist eine Berichterstattung abzuliefern, in der diese Industriezweige angegriffen werden, die dabei ihnen auch die Werbung schalten. Das heißt also, dieser Interessenskonflikt ist riesig groß und wird natürlich durch den Druck und den massiven Misserfolg immer noch größer. Das heißt, es gibt kein Selbstbewusstsein mehr in diesen Redaktionen. Die sind gebunden an 1000 Auflagen. Also das ist einmal diese politisch korrekte Richtlinie. Dann gibt es da diese Werbekunden, die nicht vergrätzt werden dürfen und noch verschiedene andere Faktoren, eben neue Ziele, die dann durch die transatlantischen Bündnisse zutage treten. Das muss man sich vorstellen. In der Lage sind jetzt diese Zeitungen, dass es da kaum noch wirklich richtig gute, saubere Geschichten geben kann, ist eigentlich keine Frage mehr. Eva, es heißt ja, die Medien stellen die vierte Säule der Demokratie dar. Und wie war die vierte Gewalt? Ja, wie war das noch vor ungefähr 20 Jahren? War das vor 20 Jahren auch ganz anders als heute oder war es schon so ähnlich? Also ich denke, dass die Richtlinien nach dem Krieg, nach dem letzten Weltkrieg klar gemacht wurden und seitdem ist das eine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Hat es immer gegeben seit dieser Zeit und auch vor der Zeit natürlich. Da gab es dann Propaganda von ganz anderer Seite. Also die Propaganda hat es praktisch immer gegeben und es spitzt sich jetzt nur zu. Also ich habe vorhin gesagt, wir sind jetzt in dem Zeitalter, wir stehen schon mit einem Schritt im Sklaventum, wir stehen schon mit einem Schritt in der Diktatur, zentral regiert aus Brüssel. Und ja, es ist jetzt eine Frage der Zeit. Vor allem ist es auch eine Frage der ich will nicht Gewalt sagen, sondern der Gegenstimmen, ob es dazu wirklich jetzt kommen wird. Aber wir befinden uns bereits in erheblicher Gefahr. Deswegen ich immer wieder mich wundere, wenn ich heute noch Leute höre, die zum Beispiel sagen, sie interessierten sich nicht für Politik. Also man sollte sich für Politik interessieren, weil Politik, Politeia betrifft das Volk. Und hier wird, es ist die Gemeinschaft, die hier betroffen ist, in ganzem umfänglichen Maße durch sämtliche Entscheidungen, die von den Parteipolitikern hier getroffen werden. Und nur weil wir noch genügend zu essen haben, jedenfalls eine gewisse Schicht, auch nicht mehr längst alle, und nur weil jeder Mensch noch seinen Fernseher hat, das ist ja, selbst wenn einer pleite ist, darf der Gerichtsvollzieher den Fernseher nicht wegnehmen. Der soll schön bleiben, damit schön Gehirn verunreinigt werden kann. Also nur weil bei uns die Dinge angeblich noch so laufen, dass alle zufrieden sein könnten,
heißt das noch lange nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Die Welt da draußen bricht zusammen. Bei uns bricht sie auch zusammen. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis hier der Gürtel enger geschnallt werden muss, beziehungsweise die Bandagen fester noch zugedreht werden. Und ich kann nur immer appellieren an jeden Einzelnen mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf die nachfolgenden Generationen, endlich wach zu werden, endlich die Missstände zu beobachten, endlich tätig zu werden, indem man sich anfängt zu informieren, einfach mal den Fernseher auslassen und einfach mal das Internet anmachen und einfach mal auf eigene Faust zu den Themen, die einen interessieren, anfangen. Man muss ja nicht gleich bei der großen Politik anfangen, sondern kann bei irgendeinem Sachthema anfangen, ob es Gesundheit ist oder ob es die Medien sind oder ob es, was weiß ich, die Umweltthemen sind. Es gibt ja mannigfaltigst. Es gibt kein Thema mehr, das noch in Ordnung wäre. Es gibt kein System hier auf dieser Erde mehr, das noch funktioniert. Hier funktioniert gar nichts mehr. Und das, was angeblich noch funktioniert, wird gerade noch mühselig irgendwie aufrechterhalten und ist eh schon kurz vorm Zusammenbruch. Das heißt, mal aufhören zu feiern, mal aufhören, die Augen und die Ohren zuzulassen, sondern zu öffnen. Und wer nicht dazugehören will, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Der soll sich aber auch nicht irgendwann beklagen, wenn es kracht. Liebe Eva, ich würde gerne nochmal auf den rechtlichen Aspekt eingehen. Einerseits den presse- und medienrechtlichen Aspekt, andererseits aber auch den strafrechtlichen. Ich weiß, ich habe auch eine redaktionelle Ausbildung, dass es da immer dieses klassische Beispiel gibt von dieser Firma, die jetzt fälschlicherweise als Pleite dargestellt wird von irgendeinem großen Medium, jetzt keine Kredite mehr von der Bank bekommt und deswegen tatsächlich Insolvenz anmelden muss und sich dann aber mit exorbitanten Schadensersatzforderungen durchsetzt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Die Journalisten sollen sich bewusst machen, dass das, was sie berichten, Folgen hat und dass sie deswegen umso mehr der journalistischen Sorgfalt verpflichtet sind. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, es gibt Sachen wie zum Beispiel Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, unwahre Tatsachenbehauptungen. Ich habe mich da noch mal ein bisschen eingelesen. Ich will es hier niemand mit Detailwissen langweilen. Man kann das vielleicht so zusammenfassen, wer den öffentlichen Frieden stört oder wer zum Beispiel jemanden herabwürdigt, wer jemanden verleumdet, wer jemanden ins Lächerliche zieht, kurz um seine Menschenwürde angreift, der macht sich strafbar. Und wer das Ganze dann auch noch in großem Umfang publiziert, der macht sich noch viel strafbarer. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel bei der Bild-Zeitung. Da stand in einer Überschrift gleich drei Verstöße. Die Todesrakete kam aus Russland. Eindeutig falsch, wider besseren Wissens, Verleumdung. Dann Putin steuert die Separatisten. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Solange sie es nicht beweisen können, ist das erstmal üble Nachrede. Oder dann Merkel, Cameron, Hollande. Die ganze Welt ist aufgebracht. Da kann man auch sagen, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung. Jetzt hätte ich einen Vorschlag zu machen. Was halten Sie davon, wenn jetzt unsere Hörer, die ich an dieser Stelle übrigens herzlich begrüße, allesamt Material sammeln, wo sie das Gefühl haben, ja, hier ist ganz klar eine Lüge. Oder zum Beispiel, wenn die russischen Panzer aus einer Übung vom Kaukasus zurückkommen und dasselbe Bild wird dann benutzt, um zu beweisen angeblich, dass die in der Ukraine gesehen worden wären. Dann könnte man ja mal diese ganzen Beweismittel sammeln, zum Beispiel ans Netzwerk Volksentscheid dort in das Kontaktformular einfügen, an die schicken, die haben da den Kummerkasten, wo sie diese ganzen Medienlügen sammeln. Dann kann man die mal auswerten, dokumentieren und eventuell sogar rechtliche Schritte unternehmen. Wie finden Sie die Idee? Gut. Alles, was der Wahrheitssuche dient, finde ich richtig und wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn da viele Leute mitmachen würden. Wissen Sie, das ist, wir sprechen so in unseren Journalistenkreisen hier ja auch oft darüber, was könnten wir noch tun, obwohl wir alle mehr als genug zu tun haben. Aber was könnten wir noch tun, um genau diese Vergehen, diese journalistischen Falschberichterstattungen, die keine journalistischen mehr sind, aufzudecken. Wie schön wäre es, wenn da wirklich Leute, die zu Hause sitzen, die Lust dazu haben und Zeit haben, das tun würden. Vielleicht haben auch viele Lust dazu und die wissen nur nicht, wo sie es hinschicken sollen. Dann sollen sie sich jetzt bitte, dann müssten sie das nochmal genau wiederholen, falls jetzt auch Leute dabei sind, die zum ersten Mal hier zuhören und nicht genau wissen, an wen sie sich wenden können. Dann machen sie einen Aufruf.
Es ist ja, vielleicht weise ich in diesem Zusammenhang gerne mal auf diesen morgigen 3. Oktober hin, der ja von der Wissensmanufaktur als Tag der Wahrheit ausgerufen wurde. Und wo morgen im ganzen Land auch Mahnwachen stattfinden, auch unter anderem vor den öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebäuden in Mainz vorm ZDF zum Beispiel. Da ist der Rico Albrecht auch mit dem Professor Wolfgang Berger, die treten da morgen auf. Und vielleicht kann man eben auch in diesem Konstrukt was zusammenflechten, dass einfach eine Sammelstelle eingerichtet wird, wo solche Lügen hingeschickt werden können, wo dann an entsprechender Stelle die Dinge aufgearbeitet werden und Druck gemacht wird. Wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen, dass der ARD-Programmbeirat die ARD-Journalisten gerügt hat, und zwar umfänglich für eine oft falsche, unreflektierte, schlecht recherchierte Berichterstattung in Sachen Ukraine und Russland, die immer zu Ungunsten oder nahezu immer zu Ungunsten Russlands ausgefallen ist, was deutlich festgestellt wurde. Das ist vor allem den Protesten der Zuschauer zu verdanken, die sich mit E-Mails und Briefen in Massen beschwert haben bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, bestimmt auch bei den privaten, weil die machen es auch nicht viel besser. Man darf den Einfluss der Zuschauer und Leser nicht unterschätzen, die haben die Macht. Und wenn hier Zusammenschlüsse stattfinden, generalstabsmäßig, um dagegen vorzugehen, das kann ich nur unterstützen und begrüßen. Also wenn ihr das machen wollt, dann würde ich das jetzt nochmal ganz klar formulieren, dass die Leute auch wissen, an wen sie sich wenden können. Gut, das ist www.netzwerkvolksentscheid.de. Würden Sie sich denn da vielleicht auch persönlich mit einbringen, die mit auswerten und aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, da könnte man ansetzen? Also ich gucke mir das gerne an. Ich kann allerdings, muss ich wenig Hoffnung machen, dass ich viel Zeit da reinsetzen kann, weil ich im Moment echt in Arbeit ersticke, aber hier nebenher auch noch eine Familie, Hunde und einen halbwüchsigen Sohn habe. Insofern, ich gucke mir das gerne an und ich kann auch gerne was dazu sagen oder auch mal was dazu schreiben, aber dass ich da jetzt so hauptamtlich mich da einbringen kann, da muss ich euch enttäuschen. Okay, super, vielen Dank. Ja, Eva, Sie haben gerade angesprochen, auch die massive Kritik von Medienkonsumierer. Welche Signale erkennen Sie denn aus dieser massiven Kritik dem Mainstream gegenüber? Was kann man da ganz deutlich Signale erkennen? Inwiefern? Also würden Sie sagen, dass es dort doch schon mehr Menschen gibt, die auf dem Weg sind, die Medien schon zu durchschauen, also diesen Zaubertrick aufgrund dieser massiven Kritik? Also es gab ja mittlerweile auch sogar Kritik vom Rundfunkrat, die ja auch und einige seichte Eingeständnisse der Medien, Sie hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe dazu auch gleich nochmal ein paar Artikel, die ich kurz mit einwerfen möchte. Aber Sie sehen da auch eine positive Entwicklung sozusagen. Naja, natürlich, auf jeden Fall. Also als ich noch im System war, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es noch so gewesen, wenn wir irgendwo mit großem Übertragungswagen angerückt sind, dann wurden die roten Teppiche ausgerollt. Da kommen die vom Fernsehen, das war super schick. Das ist doch heute alles nicht mehr so. Heute müssen die Leute vom Fernsehen auch aufpassen, dass sie von den Bürgern nicht gefragt werden, was habt ihr euch jetzt wieder für Lügen ausgedacht? Also klar, so die älteren Leute, die sind da noch ganz ergeben. Das ist dann so ein Zustand, als ob der Onkel Doktor im weißen Kittel vor ihnen steht, wo sie in Ehrfurcht erzittern. Aber die jungen Leute doch nicht mehr. Die gucken gar kein Fernsehen. Das ist auch nicht mehr die Zielgruppe. Und die haben auch keinen Bock auf diese Lügen. Das sehe ich übrigens bei den jungen Leuten mit großer Freude. Also gerade hier so auch in unserem Umfeld, die diskutieren schon ganz anders. Die haben überhaupt keine Lust auf diese Spiele, die von den Alten hier initiiert wurden, dass sie diese noch weitermachen. Die
sehen mit offenen Augen, dass die Welt am Kippen ist. Die sehen das. Und da in die habe ich natürlich auch große Hoffnungen. Und die Kritik des Rundfunkrates, wie haben Sie das so wahrgenommen? War das ausreichend für Sie oder hätte das noch ein bisschen härter sein können? Und auch die eigene Kritik, wie haben Sie die empfunden? War das ausreichend? Zum Beispiel gestern auch der Beitrag der Tagesschau. Was haben Sie da, wie haben Sie das so empfunden? Naja, ich sehe natürlich, dass die sich unglaublich schwer tun, Fehler einzugestehen. Und man sitzt da immer noch auf einem hohen Ross und denkt, das ist ein Gewitter, das vorüberzieht. Das glauben die tatsächlich. Den Zahn kann man ihnen getrost ziehen. Dieses Gewitter ist erst zu Ende, wenn es da unten gebrannt hat, wenn der Blitz eingeschlagen ist. Und das wird passieren. Und wir stehen auch kurz davor, zum Glück. Also ich bin darüber wirklich froh, weil es kann ja nicht sein, dass, über 7 Milliarden Gebühren da jedes Jahr reinwandern und die Menschen Zwangsgebühren bezahlen müssen und sich dann oftmals fragen, ist das, was da berichtet wird, wirklich richtig und neutral und objektiv. Man konnte es auch sehen, es gab auch vom NDR einige Beiträge, da ist vor einigen Monaten die ehemalige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz interviewt worden. Die Frau hat einfach auch das Herz am rechten Fleck, die war lange Korrespondentin in Moskau, die hat die russische Kultur und die Mentalität kennengelernt, vor allem auch die Politik. Und die hat die Berichterstattung der deutschen Journalisten, gerade auch der öffentlich-rechtlichen, ausdrücklich gerügt, hat also sprach natürlich auch darüber, wie es sein könne, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten die Vorgänge auf der Krim, die also durch einen Bürgerentscheid praktisch von der Ukraine losgelöst und Russland wieder zugesprochen wurde, als Krim-Annexion immer noch bezeichnen können und hat da verschiedene Themen aufgegriffen. Und das Interview ist spannend, das sollte man sich angucken, das findet man bei YouTube, da muss man nur den Namen von Gabriele Krone-Schmalz und das Stichwort Russland oder Ukraine eingeben und schon hat man's. Spannend sind die Reaktionen dieser NDR-Journalisten, die ich zum Teil ja sogar kenne, nämlich derjenige, der sie interviewt und befragt, den befällt offenbar während des Interviews zunehmend eine Art Trotz. Der mag das nicht einsehen und fragt immer noch trotziger hinterher. Und dann wird noch ein anderer Redakteur gezeigt, Rohwedder heißt der, glaube ich. Das ist der gleiche, gegen den Andreas Popp eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, weil die Tagesschau.de falsch über ihn berichtet hatte, also auch wieder da eine Falschbehauptung ihm auferlegen wollte. Und auch der hat also, dieser Rohwedder, ich weiß seinen Vornamen jetzt nicht, der hat ganz konsterniert in die Kamera gesagt, ja, er verstünde überhaupt nicht, warum so viele Leute sich beschweren würden, aber es wären immer mehr, die sich beschweren würden über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube, die sind wirklich fassungslos. Das, was über Jahrzehnte gegolten hatte, nämlich, dass sie eine Monopolstellung hatten und praktisch wie ein König vom Thron herunter berichtet haben und das auch gnädiglich empfangen und angenommen wurde. Die Zeit ist vorbei und die sind jetzt in dieser Phase des entsetzten Erkennens, haben aber auf der anderen Seite immer noch, sind noch nicht bereit, ihre stolze Haltung aufzugeben, sondern die wollen darauf beharren sie noch. Wie gesagt, das sind ja immer alles Phasen eines Prozesses und die nächste Phase wird dann, vielleicht kommt dann nochmal eine Wut und irgendwann müssen die sich ergeben. Das geht gar nicht anders und ich kann auch nur jeden Zuschauer oder jeden Leser, der unzufrieden ist mit der Berichterstattung und das faktisch auch darstellen kann, also auch begründen kann, was ihn unzufrieden macht, kann ich nur ermuntern, weiterzumachen mit der Kritik. Das ist sehr, sehr wichtig in unserer Demokratie. Würden Sie denn einen GIZ-Boykott befürworten oder geht Ihnen das dann zu weit? Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich gegen alles, was Zwang ist. Und ich finde, man muss die Möglichkeit haben, so wie es inzwischen immer mehr Leute tun, die
keinen Fernseher mehr haben, weil sie sagen, ich hole mir doch nicht jeden Tag da fremde Leute ins Haus, die ich nicht haben will und sehen will, weil die lügen. Also und die immer mehr merken, wie gut sie leben ohne Fernseher. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr und ich weiß, dass es mir seitdem sehr viel besser geht. Also diese Leute müssten von Rechts wegen die Freiheit haben dürfen, wenn wir nach Gerechtigkeit fragen, zu sagen, nein, ich gucke nicht und nein, ich zahle deswegen auch nicht. Das alles einfach erzwingen zu wollen, das halte ich für gefährlich und nicht richtig. Ein Boykott, ich weiß es nicht. Jetzt fängt der Hund schon wieder an zu bellen. Ich weiß nicht, ob ein Boykott richtig ist. Der ist dafür bestimmt, der Hund. Ja, scheint so, die knurrt. Die sitzt hinter der Tür und knurrt. Ich weiß nicht warum. Seit wir über die GEZ reden. Genau. Okay, dann lassen wir die Frage mal so weit offen. Ja, ich habe gerade noch mal hier ein paar Artikel rausgesucht zu der sogenannten Selbstkritik der Rundfunkanstalten und den angesprochenen. Warten Sie noch mal ganz kurz. Ja. Moment. Okay. Ja, die Tür aufgemacht. Ja, okay. Vielleicht auch ein eindeutiges Zeichen. Ich habe hier einen Artikel vor mir liegen über Herrn Dr. Kai Gnifke. Das ist von der Plattform media.de. Da geht's, der Artikel hat die Überschrift Dr. Kai Gnifke, die Ukraine und die Arroganz der Tagesschau. Und aus diesem Artikel möchte ich ein paar Absätze zitieren. Und zwar wird dort geschrieben, Herr Gnifke hat halt gesagt, also Zitat Anfang, die Kritik an unserer Ukraine-Berichterstattung hat ein Echo von bislang unbekanntem Ausmaß hervorgerufen. Zitat Ende. Beachten Sie bitte das Wort unserer. Der ganze Sturm der Entrüstung der vergangenen Wochen über die Ukraine-Berichterstattung der Medien. Gnifke bezieht dies natürlich nur auf die Berichterstattung der Tagesschau. FAZ oder Spiegel kommen nicht vor. Dr. Gnifke weiter, Zitat Anfang. Wir wollen es uns nicht zu einfach machen und alles als gesteuerte Kampagnen und Spielwiese für Verschwörungstheoretiker abtun. In Klammern, obwohl das zum Teil der Fall ist. Zitat Ende. Ja, eine typische Dr. Gnifke wollte. Verständnis simulieren und im Nebensatz, Nachsatz oder in Klammern sich sofort wieder attestieren, doch selbst recht zu haben. Dr. Gnifke behauptet, Kritik ernst zu nehmen, sieht aber keinen Grund, sich für Fehler zu entschuldigen. Ein Dr. Gnifke-Satz für die Ewigkeit. Zitat, es gibt keinen Grund, sich für Fehler zu entschuldigen oder in der Berichterstattung nun gar gegenzusteuern. Zitat Ende. Einen solchen Grund kann es ja gar nicht in seiner Weltsicht geben. Dann wäre ja die Unfehlbarkeit qua Institution der Tagesschau ja angekratzt. Transparenz im Tagesschau-Stil geht so, dass kleine Versäumnisse zugegeben und mit einem flotten Sprüchlein weggewischt werden. Zitat, mit dem Wissen von heute hätten wir manchen Akzent anders gesetzt und manche Formulierung anders gewählt. Hinterher ist man halt schlauer. Zitat Ende. Tja, hinterher ist man halt schlauer, nicht wahr? Und mit dem Federstrich ist die Welt wieder witte, wie sie Dr. Gnifke gefällt. Ja, das war ein kurzer Auszug aus dem Artikel. Wie gesagt, auf Media mit Doppel-E geschrieben. .de zu finden. Dann habe ich hier noch etwas zum ZDF Eklat des Fernsehrates, aber ich glaube, den lasse ich mal hier weg. Und dann gibt es natürlich noch so andere Sachen, die dann so im Laufe dieser Ukraine-Krise passiert sind, und zwar aus der Welt heraus. Da gibt es von der Neopresse einen Artikel, die Welt im Propagandarausch. Programmbeirat Kritik ist Kreml finanziert. Und da möchte ich einfach nur diesen Absatz über die Kreml-Finanzierung mal kurz vorlesen, wie dort gedacht wird. Die Zuschauer, die massiv Kritik übten, sind laut dem Protokoll der journalistischen Zusammenkunft Grund genug gewesen, Nachforschungen und Analysen an die Tagesordnung zu stellen. Der Programmbeirat ging seiner Arbeit nach, doch nicht mit Erlaubnis der Welt. Die Zuschauerkritiken seien offensichtlich koordinierte Protestwellen und daher nicht achtungswürdig.
Zitat: Es arbeiten zum Beispiel vom Kreml finanzierte Heerscharen von Facebook-Aktivisten an der Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit und vervielfachen jede noch so absurde Fälschung russischer Staatsmedien über das Geschehen in der Ukraine. Kein Wunder, dass Sarah Wagenknecht von der Linkspartei die Indiskretion der Putin-Versteher dankbar aufgriff und damit Stimmung macht. Zitat Ende. Ja, also da kann man mal sehen, kurzer Einblick in diese ganze vermeintliche Selbstkritik, die es dort gab und ja auch mit welchen Reizbegriffen immer wieder gearbeitet wird, also Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, auch im Zusammenhang mit den Montagsdemos tauchen dann Querfront auf und genau diese Meme, über die Sie ja auch schon gesprochen haben. Ja, Klaus, du hast, da möchtest du da nochmal nachgreifen und zwar zum Thema auch der Begriffe, die so impliziert werden. Vielleicht kannst du da gleich mal einhaken. Ja, wer impliziert eigentlich den Journalisten in den Sendern, dass man das Thema Verschwörungstheorie oder Rechtsradikalität oder Antisemitismus als Totschlagargument benutzt? Das sind ganz klare Propagandawerkzeuge. Also das kann man nachlesen sogar in gewissen Protokollen, die damals in Verbindung mit den alliierten Plänen und eben auch sogar mit diesem Morgentauplan stehen. Also das sind ganz normale Mechanismen, ganz normale Propagandamechanismen, um unliebsame Meinungen relativ schnell aus dem Weg zu kriegen. Es gibt ja auch gewisse Vokabeln, die da immer genannt werden. Das sind dann krude Theorien oder krude Ansichten. Also das Wort krude, das hatte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht so auf der Liste, bis ich dann hier mit meinen Sachen anfing. Und da las ich also auch immer, dass ich krude bin oder krude denke oder krude spreche. Nazikeule gehört ganz klar zu den Hauptwerkzeugen dieser Propagandamaßnahmen. Also es ist ja logisch, wenn man einen Menschen diskreditieren will. Früher hat man die Leute ermordet, hat sie auf den Scheiterhaufen gepackt, hat immer irgendwelche Erklärungen gefunden, warum die Rübe ab musste. Heutzutage wird man nicht öffentlich umgebracht. Okay, doch, solche Leute wie Gaddafi oder wie Saddam auch, die wurden auch öffentlich umgebracht, weil sie unliebsamen Widerstand geleistet haben gegen die westlichen Interessen. Aber wer das hier jetzt macht, da gibt es halt diese etwas eleganteren Methoden, wie eben entweder die Nazi-Keule oder die Verschwörungskeule. Manch einen ereilt auch, wenn man männlichen Wesens ist, mit irgendwelchen Vergewaltigungs- oder Kindesmissbrauchsvorwürfen. Da gibt es schon ein paar Maßnahmen, um jemanden richtig fertig zu machen. Aber auch da genügt eigentlich nur ein bisschen Prüfen und Recherche, um relativ schnell dahinter zu kommen. Man kann eigentlich immer eines sehen, wenn flächendeckend, generalstabsmäßig die Medien sich auf irgendein Thema oder auf irgendeine Person stürzen und die verfolgen, gnadenlos, wo man als Leser oder Zuschauer schon denkt, also jetzt reicht's, aber nehmen wir mal Christian Wulff zum Beispiel, ne? Das war ja auch so eine Geschichte. Dann kann man eigentlich schon aufmerksam werden und kann von alleine tätig werden. Nämlich mal diesen ganzen Strom von gleichgeschalteten Meldungen zur Seite schieben und schauen, sich diese Person näher anschauen. Was hat die denn vor diesem Skandal gemacht? Was hat sie gesagt? Welche Bücher wurden veröffentlicht? Welche Thesen wurden aufgestellt? Welche Arbeit hat diese Person gemacht? Und schon wird man irgendwo fündig und kann schnell feststellen, aha, der ist nicht politisch korrekt. Der hat widersprochen an der und der Stelle. Ich meine, auch bei Christian Wulff da lief die Jagd noch auf ihn. Da war er noch Bundespräsident. Da hatte ich damals schon einen Artikel veröffentlicht, was wohl die wahren Gründe dafür waren, weil ich war sofort aufmerksam geworden, habe gedacht, hier muss ja was ganz anderes vorliegen, wenn die sich so einig sind. Und natürlich, wer nur ein bisschen gesucht hat, wusste auch, er war ausgesprochen kritisch, was diese ganzen ESM-Maßnahmen anging, was die Europolitik anging und so weiter. Da gibt es ja viele Äußerungen, die er getan hat. Ihr wisst das wahrscheinlich auch alles, das muss ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Aber man
man kann es eigentlich immer gleich erkennen, wenn so eine Nazi-Keule oder Verschwörungskeule gezogen wird. Mhm. Ja. Wäre eigentlich für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt also noch nicht so drinstecken in der Materie, eigentlich immer so ein Indiz, dass man sagt, gut, dann schaue ich mal ein bisschen genauer nach und hinterfrage das und glaube das nicht alles, was die uns erzählen. Ja, man macht ja regelrecht auch eine Verunglimpfung öffentlicher Meinung damit oder manipuliert auch die öffentliche Meinung damit. Und da wir selbst zum Beispiel ein Netzwerk begründet haben, was also Volksentscheide zum Beispiel zum Ziel hat, dann kann es einen grausen, wenn man nur dran denkt, dass man also mit so einer Journalie ein Volksentscheid begleiten soll. Also da muss der Mensch draußen im Lande ein bisschen mündig werden und einfach mal hinterfragen und etwas genauer hinschauen. Ja. Mhm. Ja, Eva, ich habe heute durch Zufall, ich habe gerade noch überlegt, ob ich es mit reinbringe, aber ich muss es mit reinbringen, weil es doch, naja, ja, eine Kuriosität vielleicht ist. Wir haben ja in diesem Jahr 25 Jahre auch den Mauerfall und ich habe hier heute mal im Deutschen Rundfunkarchiv nachgeschaut und dort ja einige Eckdaten mal, die vor fast genau 25 Jahren passierten, herausgesucht und die vielleicht auch ein paar Parallelen zeigen zum Thema ja, Selbstkritik der Medien. Das kann man auf dem Deutschen Rundfunkarchiv auch finden, wenn man die Daten eingibt in der Chronologie. Und zwar war es dort am 31. Oktober 1989, ging folgende Meldung rüber. Alle DDR-Radiosender strahlen die Verlesung einer Erklärung der Parteiaktivtagung des Rundfunks der DDR aus, in der die Rundfunkjournalisten eine einseitige, geschönte Berichterstattung zugeben und sich dazu bekennen, dass wir in der Vergangenheit der hohen Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Am 3. November schrieb das Neue Deutschland und entschuldigte sich bei den Lesern für den Abdruck eines Interviews mit dem Mitropa-Koch H. Verworn, der am 21. September 1989 behauptet hatte, von Menschenhändlern nach Wien entführt worden zu sein. Und das Ganze wurde dann auch nochmal thematisiert und in einer Reportage verpackt. Und Wolfgang Lippe, ein Nachrichtensprecher der aktuellen Kamera, verließ in der AK2 eine Erklärung, in der sich das Fernsehen der DDR für die Berichterstattung der Vergangenheit entschuldigt. Ja, also vielleicht sind das interessante Parallelen. Es fiel mir halt nur mal heute zufällig in die Hände und ja, da habe ich gedacht, das bringe ich auf jeden Fall mit rein. Glauben Sie, Eva, dass das der Anfang auch vom Ende des Meinungsmonopols ist, was gerade so passiert? Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Davon bin ich fest überzeugt. Der Stein ist ins Rollen gekommen und den wird auch niemand mehr aufhalten. Also ich halte gerade, es gibt ja Leute, die lächeln so ein bisschen über diesen Tag der Wahrheit, der morgen stattfindet und der durch eine spontane Idee von Andreas Popp in einer Sendung präsentiert wurde, in der ich auch saß, mit dem Michael Vogt zusammen und wo es eben auch um die Medien und die Meinungsfreiheit ging. Und da hat er gesagt, Mensch, warum machen wir nicht so einen Tag der Wahrheit? Warum nehmen wir nicht den 3. Oktober? Und das